Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Herzlich willkommen zum Adventkalendertag Nummer 13. Lucky 13 auf Englisch. Und ich werde jetzt hier versuchen, in dieser Blind Adventskalender für 2020, Alkoholgehalt, Alter, welche Fässer benutzt wurden, ob Farbstoff da drin ist, ja oder nein, welches Land, welche Region, welche Brennerei, welches Mashbill und der Preis. Und da sind 100 Punkte und wenn ich gut bin, habe ich dann bisher 85 herum und wenn ich schlecht bin, habe ich schon 11 gehabt. Okay, lass uns mal erstmal an da riechen und schauen, was es ist. Ich weiß es nicht. Süß. Malzig. Ich rieche Farbstoff. Also das ist schon dunkel. Also ich sage erstmal Farbstoff ja. Kann man Farbstoff riechen? Weiß ich. Es wird älter. Älter, älter, älter. Also 14 bis 18 Jahre. 40 bis 43. Fässern Bourbon. Vielleicht auch ein bisschen Sherry. Ich kriege altes Holz. Ich kriege Süßholz. Also ich kriege einen Frühstückstee. Eine leichte Fruchtigkeit. Also ich bleibe bei Bourbon. Land bin ich eindeutig für mich in Schottland. Wer, wenn nicht? Region. Jetzt ist die Frage. Ist das jetzt hier ein Single Malt? Aber es hat Farbstoff. Ich gehe Blend. Ich habe ein paar Blends da drin noch, glaube ich. Und der wird ungefähr um die 55 Euro wert sein. Okay, riechen habe ich. Jetzt probieren. Probieren geht über studieren immer. Ich glaube, das war der estrigierendste Whisky bisher. Alt, bitter. Alt und bitter. Interessant, dass die beiden für mich zusammengehören hier. Also ich bleibe bei meiner 43. Ich könnte sogar auf 5 und 46 gehen. Aber ich bleibe bei 43. Ach, Alter. Ich bleibe bei 14 Jahren. Ich sage Bourbonfässern. Ich habe kein Sherry momentan. Farbstoff ja, Schottland ja. Ich hab kein Blend, glaube ich, da drin mit 14 Jahren. Lass ich trotzdem. Preis 55, jo, alles gut. Mashbill, Blend. Schmecke ich Grain heraus? Ich sage ja. Irgendwie ist es nicht meins. Also ich werde einmal mit Wasser hier spielen. Versuch mal hier die 3 bis 5 Tropfen da reinzuhauen. Note, also er wird Ton, also hier, aus dem man lehmhaltig. Boah, er wirkt wirklich wie ein Blend, wie jemand das haben möchte. Es wirkt wirklich wie ein, ach, auch am Ende dieser Bitterkeit. Es wirkt wirklich, wie ich das damals kannte. Damals, haha, ich bin bei 4 Jahren bei Whisky jetzt hier. Bei Blends. Es wirkt echt wie ein Blend. Also Grain, Farbstoff, alten Fässern zusammengemixt und man gehofft, dass da ist, einfach gut. Und das ist nicht gut. Ich glaube trotzdem, ich gehe sogar 50 Euro runter. Okay, 43%, wahrscheinlich ist es 40. 14 Jahre, wahrscheinlich ist es 18. Farbe nur Bourbonfässern, glaube ich. Farbstoff, ja, Schottland, Blend, 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 Blend. Und 50 Euro, okay. Nummer 13, wo bin ich? Helf mir, Adventskalender hier, die 13. Oh, es ist kein Blend. Oh, shame on me. Oh no, oh no. Ich muss hier die Flaschen hier rausnehmen. Einen Moment. Knock Can Do, 12, 18 Jahre alt. Wow, 18 Jahre alte Knock Can Do.
Oh, shame on me, shame on me. Also Whiskey Base Nummer 145018 und das ist die 2001er Version. Hier steht 2001 da unten. Also diese Whiskey hat mich absolut. Oh, ich habe meine Noten nicht gegeben. Also 3 minus minus und Preis Leistung 4 plus, sorry. Also shame on me, shame on me. Ja, also. So, wenn ich jetzt hier mein Büchlein reinschlage und ich werde es nochmal hier aufschlagen, hier, die produzieren 1,4 Millionen Liter im Jahr. Ich habe schon gedacht, der ist ein bisschen älter, 18. Und wie viel Prozent hat dieser? Diese hat 43, yay! So, was steht hier? Es gibt über 50 Destillerien in was genannt wird Speyside-Region. Und gut. So, die haben jetzt hier J&B Blends wird es gemacht. Ist die Diageo's am 8. meistverkauften Single Malts. 600.000 Flaschen. Und ist besonders in Frankreich, Spanien und Griechenland beliebt. Noch can do. Okay. Ja, es gibt auch schon einen 25-Jährigen. Also preislich ist das für eine 18 Jahre alte, das habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Der kostet nur 43, also 44 Euro. So, 43 Prozent, 15 Punkte, Jason. 14, ich habe ich getippt. Und ich habe gesagt, könnte 18 sein. Wow. Das heißt, ich verliere 8 Punkte. Das heißt, ich habe 7 denn da. Fässern. Ich glaube, das ist alles nur Bourbon jetzt hier. Steht hier Light Oak Flavors, bla bla bla, Rich. Fruity, Rich Woody and Fruity. Hier steht ein Minimum für 18 Jahre in amerikanische Ex-Bourbon Cask und europäische Ex-Sherry-Fässern. Ich habe den Sherry echt nicht rausgeschmeckt. Ich gebe mir 5 Punkte dafür. Farbstoff. Schauen wir mal auf diese Flasche. Meine Flasche ist irgendwie schon wieder aus Frankreich hier. Da steht, glaube ich, nichts hier mit Farbstoff. So, distilled es min en butyl en escu. Mann, mein Französisch ist sowas von furchtbar. Ich glaube nicht, dass er Farbstoff hat. Slowly matured. Wir werden sagen, einfach kein Farbstoff. Wenn es das hat, dann, sorry, dann muss ich nochmal hier woanders schauen. So, Farbstoff, nein. Also, Land Schottland 15, Blend 0, 0, 0. Und preislich bin ich bei 50, habe ich gesagt. Das heißt, ich muss 6 Punkte abziehen. Das heißt, 9 Punkte. So, 30, 40, 40, 58. Nicht so wow. Okay. Probieren wir es noch einmal. Da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also dieses hat mich hier gar nicht umgehauen. Also ein bisschen mehr Vanille habe ich schon in der Nase, was ich bisher nicht erwähnt habe. Der wirkt weicher in der Nase jetzt, wo ich vielleicht mehr Zeit im Glas oder vielleicht bin ich nicht voreingenommen, dass es dann hier eine. Aber Süße habe ich schon gesagt. Entschuldigung, da ist eine erstaunliche Schärfe an Alkohol für diese 18 Jahre. Also, da war null First Fill Bourbon und null Sherry am First Fill Sherry. Das ist alles altes Holz, was hier benutzt wurde, mehrfach. 3 minus minus plus Preis-Leistung 4. Also, Preis-Leistung muss ich jetzt ändern. Wenn ich weiß, das ist 18 Jahre alt, 44, würde ich sogar auch dazu eine 3 minus hochkommen für Preis-Leistung. Also, wo findet man 18 Jahre altes Zeug für 44 Euro? Höchst, noch nicht mal bei Glenfarclas kriegt man 44 Euro für das. Aber wie war das jetzt? Ich habe heute etwas geschaut am The Whiskey Shed, jemand, der dort Irish Whiskey macht aus Irland, der ist Ire. Und er hat gesagt, wann ist ein Schnäppchen kein Schnäppchen? Indem man Kilbegan kauft. Supermarkt, wisst ihr, er hat gesagt, Aceton. Er hat seiner Frau gegeben und sagte, wieso hast du meinen Nagelentferner da reingekippt? Und es war einfach furchtbar. Der ist nicht furchtbar, der ist aber einfach nicht gut.
also auch immer noch ein altes Holzmoment einfach durchkriecht durch meinen ganzen Mundraum hier. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Jo. Surprise! Not can do 18 Jahre alt, slow matured. Und wie ich sagte, ich habe die 2001, denn das heißt, 2019 wurde der wahrscheinlich hier abgefüllt. Also, das ist echt cool, dass der Knock and Do immer noch Vintages hat. Das habe ich einmal gezeigt, das möchte ich nochmal zeigen. Also, wer ein Vintage Bottle sucht, zum Beispiel für ein Kind, für ein 18. Lebensjahr oder sonst irgendetwas, oder auch seit oder zum Geburt, hier kriegt man immer noch Flaschen zum guten Preis. Ob der Inhalt so toll ist, das werdet ihr gemeinsam mit mir hier einfach mal feststellen müssen. Genau, diese Slow Maturation, alles wird langsam gereift. Und das hat einfach mal mit Temperatur zu tun, wahrscheinlich Dunnage Warehouses. Und das hat damit zu tun, auch, dass sie alten Fässern da benutzen. Und da sind kaum Temperaturschwankungen. Jo, heute bin ich nicht begeistert. Heute bin ich überrascht, dass ich einen 18-Jährigen hier vor der Kamera hatte, aber so ist das. So, meine Frage des Tages ist: Was ist deine Lieblingswhisky mit 18 Jahren? Ups, Glendronach habe ich nicht hier. Meine Lieblingswhisky, Glendronach 18 Jahren. Das ist easy. Was ist bei euch das denn? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, dass ihr mitschaut hier bei diesem Adventskalender. Bitte auch liken, abonnieren, auf diese Glocke draufhauen, vielleicht Teil werden von meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Community hier. Auch vielleicht werden ein Whisky Jason Superfan. Und wir sehen uns jeden Tag hier zum Adventszeit um 12 Uhr und dann dort zum normalen Zeit um 17 Uhr. Nur im Dezember gibt es hier zwei Videos am Tag, Standard. Und dann am Sonntagabend gibt es um 21 Uhr immer einen Livestream. Bis dahin, ciao.